weiter geht's. Und diesmal habe ich alles vorbereitet. Und es geht hier nur noch um diesen Bereich, den wir halt zerstören müssen. Wir wissen es ja, wir müssen die Kraftwerke hier angreifen. Und wir haben schon mal ordentlich hier vorgesorgt. Haben ein bisschen mehr Fahrzeuge gekauft als sonst. Hab ja auch ordentlich schon verkauft an Einheiten. Und ein paar Schützen mitgenommen für die nötigsten Bedürfnisse. So. Und dann greifen wir mal an. So. Okay. Ihr bleibt hier mal stehen. Oha. 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 Ah. Hoffen wir, dass das noch reicht. Komm schon, schaffst du es schon. Sehr schön. Ach. Boah. Dämliche Artillerie. Weg mit dir. Die auch weg. Hier, Angriff auf die Viecher. Ich hasse die Dinger. Machen so viel Schaden. Aber Kraftwerke wurden zerstört. Er kann auch hier mal die Raffinerie angreifen. Sieht also gar nicht so schlecht aus. So, und dieser Kanonenturm ist auch abgelenkt. Und wir gehen nochmal mit einem hierher. Oh, verdammt. Und dann hier los. Ja, greift den Luftzufrieden hier an. Wir greifen den Luftzufrieden zurück. Und jetzt funktioniert das auch. So. Schicken wir die los. Verdammt. Red Trooper sind auch zerstört. Wir greifen hier weiter hier oben an. Das lenkt die schön an. Und ich hoffe nur, dass jetzt hier immer noch genügend Strom zerstört ist. Die Obelisten zerstören können. So. Und hier noch den zweiten Obelisten. Gut, so. Sieht sehr schön aus diesmal. Nicht so wie letztens. Und hier ein bisschen Angriff. Ah. Schön nochmal die Leichen überfahren. So hat man es gerne. Und wenn er irgendwie noch was angreifen kann, dann soll er es machen. Wenn nicht, hier Angriff auf den. Oha. Haben sie nochmal verkauft oder so? Und hier haben sie auch nochmal einen von diesen Frechdachsen. Und jetzt schön die Flugabwehr hier noch zerstören. Schließlich das Hauptziel eigentlich. Hier hätten sie noch ein Kraftwerk, aber was zum? Die haben hier einen Bauhof. Verdammt, das habe ich ganz übersehen. Soll uns erstmal egal sein, oder? Greif mal Bauhof an. Und die zerstört hier die Flak. Und dann können wir jetzt auch hier von da aus den Bauhof angreifen. Ihr könnt meinetwegen auch fleißig dabei sein, den Bauhof zu zerstören. Greift euch schon wieder gegenseitig an, das was ihr nicht machen sollt. Na gut, greift dieses Jahr. So, Verstärkungen sind eingetroffen. Zerstören wir hier noch den Bauhof. Los, wo ist meine Verstärkung? Da. Rüber mit dir. Rein mit dir. Was ist denn hier schon wieder für eine Einheit verloren gegangen?
So, und weg fliegt er. Genau. Und das war eigentlich nur das Einzige, was ich machen sollte in der Mission. Ja, lief nicht mehr so glücklich. Insofern, 45 Minuten hat es gedauert. Ich glaube, in Wirklichkeit ein bisschen länger bei mir. So, Verluste. Na gut, wenigstens auf Platz 1. So, und auf geht's zur Mission Nummer 13. Wir gucken wie immer die Fortschritte an. GDI-Fortschritte. Zoomt. Nord-Fortschritte. Unwesentlich. Kann man vergessen. Nord haben wir fast aus Europa rausbekommen. Die Schweiz hält sich wie immer neutral. Und jetzt geht's hier zwei Richtungen lang. Es geht nach Jugoslawien. Bevölkerung 10,3 Millionen, geografische Region 39.000 Quadratmeilen, Hauptstadt Belgrad, Republikform 120,1 Milliarden Bruttosozialprodukt, Krisengebiet ist Nice und es heißt stehendes Herr der Militärkraft. Wir sind fast am Ziel, Commander. Wir haben Kane in seinem biochemischen Forschungslabor in die Enge getrieben. Planieren Sie die Gegend dort. Der Nachrichtendienst ist sicher, dass Kane dort ist. Das bedeutet, unser Vernichtungsschlag muss sitzen. Das hier sollte helfen. Die Jungs von der Forschung haben die ersten Tests mit dem Ionenwerfer abgeschlossen. Einer strategischen Abwehrwaffe der neuesten Generation. Ihr geostationärer Orbit verschafft ihr einen Zielstreufaktor von 8 zu 1. Eine furchteinflößende Waffe, die stärkste in unserem Arsenal. Ihr Kampf war lang und hart, Commander, aber jetzt ist er vielleicht bald vorbei. Wir verlassen uns auf Sie. Viel Glück. Ja, maßlos überschätzt, Ionenlaser. Warnung. Oh, nee. Okay. Okay. Dann mal los. Der fliegt weg. Und ich? Ich werde hier eine Basis bauen. Wir haben hier zum Beispiel noch die Faust, haben wir, Stahlhagel meine ich. Und wir haben Geld und wir haben hier Ressourcen. Ich denke mal, das wäre auch ganz praktisch, weil wir hier schon was bauen werden, oder? Ich muss mal ein bisschen gucken. So wenig, na, ich weiß nicht, wie viel es ist. Wirkt erstmal nicht so viel. Wenn wir hier ein bisschen haben. Ah, naja. Sollte man nicht Stahlhagel vornehmen? Hier habe ich auch Wüstenjäger, den nehme ich lieber. Okay, die Küstenregion. Könnten wir nochmal gucken, hier oben. Ja, oha. Gegnerische Sammler. Wollen wir schon mal wagen? Armee, Feuer. Okay, jetzt haben wir nahezu alle Ressourcen in der Nähe zerstört. Und aber auch den gegnerischen Sammler. Ich weiß zwar nicht, ob wir dadurch irgendwas erreichen konnten. Jedenfalls kommt hier Flammenwerferfahrzeuge und es ist nicht so praktisch, wenn unsere Leute in der Nähe sind. Und schauen wir einen an. Der Gegner befindet sich direkt vor unserer Haustür. Ja, das war cool. Fand ich jedenfalls nicht. Aber er fand es schon cool. So. Ja, verdammt, eine Stahlhagel verloren. Ich glaube, die Mission müssen wir nochmal wiederholen, aber bis dahin scheint es ganz locker zu laufen. Wenn nicht, werden wir hier mal kurz unsere Basis erweitern. Boah. So. Auf geht's. Und hier haben wir eine kleine Basis. Schauen wir mal an, was es hier geht. So. Okay. Oha. Hallo, da bleiben. So. Okay. Wie werden wir eine Roboterkaserne bauen? Und dann schauen wir mal hier hoch. Irgendwo wird doch bestimmt der Haupteingang sein.
komme ja von hier. Schützen wir erstmal produziert. Ah, sieh mal einer an. Verdammt. Waffenfabrik haben wir leider nicht zur Verfügung. Damn. Ich weiß auch nicht. Ja, schicken wir doch mal hier hin. Also die Mission, ich weiß nicht, ob die nicht wieder zum Scheitern verurteilt ist. Ich muss mal doch eine Waffenfabrik bauen. Wie früh wir es gewagt haben, hier anzugreifen. Aber ich glaube, man muss es auch in der Mission tun, sonst hat man überhaupt keine Chance, weil hier dies bloß eine kleinere Basis ist. Und man braucht die Ressourcen. Ach, hallo. Na, verdammt. Laufen die Patrouille oder wie sieht's aus? Laufen wir hier hoch? Ach, damn. So, und hier lang. Schleicht ihn mal vorbei. Oha, oha, oha. Ich sehe selbst schon wieder kommen. Aber wir müssen erstmal hier Mission erkundigen, wie es aussieht. Ob hier vielleicht sogar ein Obelisk ist. Ja. Schon mal reingekommen. Okay, anscheinend kein Obelisk hier und man könnte rein theoretisch von Anfang an hier die Basis irgendwie einnehmen. Wirkt zumindest interessant. Mich würde mal interessieren, würden die auch gleich angreifen, wenn man am Anfang schon so baut? Die also nicht angreift, sondern nur baut. Und auch nicht deren Sammler zerstört zum Beispiel. Okay, wir machen mal Spielsteuerung. Einsatz abbrechen, Neustart. Das kennen wir schon. Und deswegen. Euch hier hoch. Die Menschen ein bisschen zurück. Und. Los, komm mal her. So. Genau, neue Bauoption. Und dann werden wir einen Spontanangriff auf deren Basis dann machen. Und schauen wir mal, ob wir nicht irgendwie was mit Ingenieuren einnehmen können. Müsste doch klappen. Zum Beispiel auch deren Raffinerie, wenn alles super funktioniert. Wenn nicht, haben wir ein kleines Problem und naja. Schauen wir mal. Gut. Dann Roboterfabrik. Da haben wir den Gegner. Und da haben wir noch einen anderen Gegner. Ach du nein. Lass mich in Ruhe. Wir haben natürlich, glaube ich, auch einen neuen Abwehrturm. Dafür brauchen wir aber, glaube ich, auch ein Tech-Zentrum. Das kommt alles erst später. Wird schon mal ein Ingenieur bauen, meinetwegen. Der dann später für alles sorgen wird. Und hier ist, glaube ich, gar nichts, soweit ich mitbekommen habe. Müssen wir hier achten, dass hier von hier oben, ich glaube später auf jeden Fall noch, wenn wir hier rüber schicken, Flammenpanzer kommen werden. Ich glaube daran hat sich nichts geändert, auch als wir die Basis angegriffen haben. Gut, dann werde ich hier wohl speichern und beim nächsten Mal sehen wir uns hier gleich wieder. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Ciao.